So, da sind wir bei El Shaddai, Ascension of the Metatron. Weiter geht's. Wir sind immer noch im Würfelhimmel. Ja, anders kann man es nicht nennen. Ich habe schon viele Namen dafür gesucht, aber ganz ehrlich, Würfelhimmel passt auch ganz gut eigentlich. Und hey, ich muss gar nicht durch die schwingenden Dinger, wie ich eigentlich dachte. Okay, doch. Ja, okay. Ich muss doch davor. Aber auf einem anderen Weg, wie ich erstmal dachte. Leute, nehmt es mir nicht übel, wenn ich heute vielleicht nicht so viel rede wie sonst. Ich bin so unglaublich müde. Ich bin einfach so unglaublich müde und ich habe aber trotzdem so Bock zu zocken. Von dem her, das kriegen wir auch so hin, würde ich sagen. Was ist es? Okay. Wer war das? Bist du Scott? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was? Wie geht das denn? Okay. Jetzt muss ich erstmal ausprobieren, wie hier das Timing ist. Wie muss ich denn da drauf springen? Direkt abspringen? Nein. Hä? Okay. Hopp, 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 fuck, 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 fuck. Mist, Mist, Mist. Muss ich hier... Hä? Verstehe, wer will. Verstehe, wer will. Ich gehe erstmal hier hoch. Ist so wahrscheinlich tödlich wieder mal, aber who the fuck cares? Was ist hier nicht tödlich? No shit, Sherlock. Ach, ja, okay. Das ist auch nett, dass ihr mir zeigt, wo ich hin muss. Doch, das ist... Bitte was? Okay, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Das glaube ich jetzt einfach mal, weil dieser Sprung ja unmöglich war. It's impossible. Irgendwie, wie komme ich denn da hoch, um Gottes Willen? Ich verstehe nicht, wie ich diese Sprungpads benutzen kann. Oder wenn ich jetzt abspringe, dann geht das Ding nach oben. Hm. Irgendwie... Enoch ist so fett, wie das aussieht. Enoch. Oh mein Gott. Seht ihr nicht die Beulen in der Rüstung? Er hat schon zugelegt auf dem Weg hierher, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also, gerade da, wo Armoros übernommen hat, hat er sich ja total gehen lassen, das komplette Jahr lang. Wieso? Keine Ahnung. Fetter Kerl auf der Couch. Gut, das war jetzt nicht unbedingt eine Couch, sondern ein Eisblock. Aber hey, das ist fast dasselbe. Das ist auch ein Gefängnis, aus dem man manchmal nicht rauskommt. Oh, verdammte Scheiße, warte mal. Komm ich hier hoch? Nein, da ist eine unsichtbare Wand. Natürlich ist da eine unsichtbare Wand. Natürlich ist da eine verdammte unsichtbare Wand. Wie komme ich da hoch? Wie zum Teufel, wann muss ich denn abspringen? Böh, das geht dann durch mich durch. Das ergibt keinerlei Sinn für mich. Ich kann doch keinen Wandsprung machen, oder? Nope, kann ich nicht. Okay, wenn ich jetzt... Ach so, oh, okay. Alles klar. Ich verstehe. Ergibt dann schon ein bisschen Sinn, irgendwie. Die Blöcke hier. Das macht mir die Sache schon einiges leichter. Ja, komm, so reicht's eigentlich. Whee! Meine Rüstung ist, glaube ich, eh... Warte, die war, glaube ich, komplett. Ja, natürlich. Wir haben ja auch in letzter Zeit nicht so wirklich viel gekämpft. Zumindest kann ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern, dass wir so viel gekämpft hätten. Oh, shit. Okay. Wenn man da einmal im Takt drin ist, kann man durchlaufen. Oh, das haben sie schön gemacht. Muss man nicht warten, wenigstens. Okay, das ist ja dann auch nicht mehr so schwierig hier. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es kein Problem, wie man sieht. Okay, man muss halt erstmal dahinter steigen. Okay, hier sind jetzt Höhenunterschiede. Hier an dem Schalter. Das ist auch ein Rätsel, das ich in der Form selten in einem Spiel gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich... Ah, yeah, perfekt, sehr gut. Finde ich aber interessant. Irgendwie, weiß nicht, ist zwar echt voll dämlich, weil es einfach auch nur wieder so ein Schalterrätsel ist und schiebt das richtig hin, dass du da rüber kommst, aber irgendwie, weiß nicht. Oh Gott, fuck. Da habe ich mir gerade ein bisschen Knick in der Optik gehabt, ja. Ich muss sagen, auch wenn viele Rätsel von El Shaddai in 100.000 Spielen davor schon in anderer Form drin waren, muss ich sagen, die machen mir hier eigentlich doch schon viel Spaß. Also es ist nicht so, dass ich jetzt vor jedem Rätsel dann sitze und mir denkst, oh fuck, was, das kann doch nicht sein. Ach, Scheiße. Okay. Komme ich da rüber? Verrückter Kerl. Das schaffe ich doch niemals. What the fuck? Okay, warte mal. Ja, nee, hören, ne? Gottes Willen, ich probier's einfach. Scheiß drauf. Was kann schon passieren? Oh ja, natürlich. Ich gehe drauf. Ich vergaß. Die Option gibt es immer noch, verdammt. Jetzt muss ich nochmal komplett durchrushen hier. Ach, verdammt.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es kriegt mich immer wieder. Es kriegt mich immer wieder, diese Kameraperspektive bei dem Spiel. Nicht, dass es schlecht ist. Nein, es ist nicht mal das Problem. Ich bin einfach nur schlecht in diesem Spiel. Wenn es um, weiß nicht, Jump'n'Run-Passagen in dem Spiel finde ich. Ah, okay. Ich sehe, wo wir hin müssen. Ja, weiter. 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 Oh, das ist okay. Da sollte ich rüberkommen. Ah, fuck. Genau sowas. Genau sowas. Weil ich jetzt wieder... Ah, fuck. Das falsche, verdammte Pendel angeschaut habe. Du bist doch auch ein... Oh, mein Gott. Wenn du im Duden unter Arschloch nachschaust, das ist ein Bild von diesem Pendel. Und von dem davor. Und von allen Pendeln, die mich noch treffen sollten in diesem Level. Das ist voll... Ah, okay, okay, okay. Also sagt mir bitte, dass ihr genauso verwirrt seid teilweise mit dieser Optik hier. Das war jetzt das Richtige, oder? Ich gehe jetzt... Ah, ja, man muss wirklich genau darauf achten. Nicht so wie ich gerade einfach mal losrennen, so auf gut Glück. Ah, wird schon klar. Hat ja auch bis hierher ganz gut geklappt. Oh, Mist. Komm schon. Komm schon, pass dich an. Pass dich an. Ah, noch ein Stück. Ah, wobei das... Oh, das sollte eigentlich funktionieren, glaube ich. Ja, geht gut. Los, Pendel. Moment mal. Ja, glaube ich. Ja, ja, jetzt ist gut. Jetzt kann ich durch. Oh, wunderschön. Erstmal Käsebällchen genommen hier, wenn wir zurück sind. Das habe ich mir redlich verdient. So, okay, jetzt wäre es dann auch so langsam wieder gut mit dem Bereich. Ich bin mal gespannt, ob die Entwickler meiner Meinung sind und jetzt so langsam mal einen Exit in eine andere Welt oder in einen neuen Bereich geplant haben. Weil dann wäre es halt, ja. Holy shit, wir sind auf einer Wellenlänge. Ah, Gott, Leute. Ich bin gerade stark dafür, dass ich meine Meinung ändere von gerade eben. Komische Eistulpe, dich will keiner sehen, was auch immer. Stockbrot. Stockbrot. Das ist Stockbrot. Schaut es euch an. Das muss Stockbrot sein. Definitiv. Tiefgefrorenes Stockbrot. Ach, ihr verarscht mich doch echt jetzt? Oh, shit. Oh, mein Gott. Diese halb... Ah. Oh, ha, ha. Ah, nein. Nein. Ich leide. Ich leide. Man hört. Oh, wow, wow, wow. Das tut weh. Schaut euch mal an, wie verdammt lang dieser Weg ist. Schaut euch mal an, wie verdammt lang dieser Weg ist, den ich zurücklegen muss. Holy fuck, war das knapp. Holy shit. Ah. 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 Oh, okay, 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 okay. Ich muss warten, bis du zurückkommst. Stück. Ah, fuck. Verdammt! Nein, nein, nein! Da fallen wir nicht nochmal drauf rein. Nicht Enoch, wir haben aus unseren Fehlern nicht wirklich gelernt. Holy shit. Es ist schwieriger, als es aussieht. Glaubt mir einfach. Auch wenn ich nicht der Held in solchen Passagen bin, das ist echt arschig, Mann. Das ist voll arschig, was sie mir hier vorsetzen. Ja, okay, so langsam habe ich ein bisschen den Rhythmus. Ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nur um jetzt... Oh, wow, das ist mies. Nur um jetzt den nächsten Sprung wieder zu verhauen. Ah, ich habe ihn. Ich habe ihn. Jetzt muss ich nur noch da drauf kommen. Wow, 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 wow. Okay, sah gerade nicht so aus, aber ich habe es geschafft. Halleluja. Was bist du denn für ein komisches, was zum Teufel, der Arsch einer Biene? Ich glaube, da soll ich nicht dagegen springen. Das könnte irgendwie schmerzhaft... What the fuck? Ah! Nee, 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 nee. Das hast du falsch verstanden. Du gehst drauf, nicht ich. Wow, wow, wow. Nein! Komischer Whale-Kerl. Übrigens, ich will deinen Whale. Das wäre jetzt schon mal wieder eine Abwechslung.
Ah, oh Mist, ich muss mal kurz hier putzen gehen. Ja, ich komme gleich zu euch. Mein Gott. Ihr seid wie so ADS-Kinder. Ihr könnt euch nicht für eine Sekunde selber beschäftigen, Mann. Holy shit. Was glaubst du, würde deine Mutter dazu sagen, wenn ich ihr erzähle, dass du versucht hast, mich mit deinem Arsch zu erschlagen? Das wirft kein gutes Bild auf dich, mein Sohn. Oh mein Gott. Zum Glück bist du nicht mein Sohn. Au! Shit! Zum Glück ist niemand mein Sohn zum momentanen Zeitpunkt. Oh, yes! Schon besser. Weil ich eh gerade auch einen Archer habe, kann ich ihm auch seinen erstmal abnehmen. Dann mache ich ihn schon mal ziemlich ungefährlich für mich. Jetzt muss ich mich nur um den Veilheini noch kümmern. Oh yeah! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Ah, und da kommt er mit dem Gale. Da kommt er mit dem Gale. Guck ihn dir an, dieser komische Sarge-Heini da. Zeig dir, was Schmerzen sind. Oh yeah. Nice. Sehr gut. Oh, noch einer? Das ist blöd, ne? Oh shit, da kommt noch einer. Erhol dich, mein Freund. Kein Problem. Zack, und in dein Gesicht auch noch rein. Autsch, nicht in mein Gesicht, du hast was falsch verstanden. Das ist aber nett, kurz vorm Ende des Kampfes zu sagen, hey, darf ich mitmachen, bitte? Das hätte ich früher kommen können. Mein Gott, nein, das soll kein Ruf an dich sein. Ich wollte nur reinigen. Bleib weg. Ich brauche dich vielleicht an wichtigeren Momenten als hier. Holy shit, das sind aber einige. Okay, komm. Wollen wir nicht so sein. Hauen platt. Hauen wir sie kurz um. Zack. Oh ja, das geht doch schon um einiges besser hier. Holy fuck, schon. Oh wow. Fucking Wladimir Klitschko als Buddy hier hinter mir. Nice. Wieder draufhaut. Das vereinfacht mir die Sache schon ungemein, muss ich sagen. Auch wenn er jetzt leider wieder weg ist, aber trotzdem habe ich es doch ganz gut hier hingekriegt bisher. Du gibst mir erstmal deinen Veil. Weil ich ihn will. Veil ich ihn will. Okay, nein. Nein, das funktioniert nicht. Ah, okay. Das waren diese komischen Bienenköpfe. Bienenärsche. Keine Ahnung, was das von der Biene war. Ich bin kein Förder. Sehe ich aus wie ein Imker? Also, verdammt. Ah, verdammte Scheiße. Ich sehe eher aus wie der Kerl, der nicht über diese verdammte Plattform kommt. Ein weiteres Mal. Hä? Oh, heilige Scheiße, ich habe gar keinen Arch mehr. Ich versuche die ganze Zeit zu gleiten. So, ja, wird schon. Verdammt, ich habe keinen Arch mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Boah, das ist jetzt richtig scheiße, keinen Arch mehr zu haben. Ich hätte nachdenken sollen. Ich habe es leider nicht getan, deswegen könnte das ein wenig dauern, bis ich jetzt hier drüben bin. Yes. Oh ja. Oh, Enoch. Du bist auf einmal so männlich. Was ist los mit dir? Heilige Scheiße. Enoch. Du lernst sogar aus deinen Fehlern. Ich mag dich so langsam, glaube ich. Hey. Bin ich immer noch ein bisschen... Hi, Lucifer. Ich spreche gerade mit Enoch. Könntest du mich bitte... Ja. I can take care of things while you're away. I mean, after all. What else am I here for? Ja, bla 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 bla. If you change your mind. Bla 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 bla. Lucifer, willst du jetzt vielleicht mal zuschauen, was ich kann? Hättest du da Interesse daran? Er hat ein Shield. Interessiert ihn nicht. Er ist ein kalter Bastard. Er ist ein verdammter kalter Bastard. Und deswegen höre ich jetzt auch hier auf. Weil ich diese Steine nicht mehr sehen kann so langsam. Ich hoffe wirklich, dass wir in absehbarer Zeit hier rauskommen.
ist ein schöner Level, aber so langsam reicht es mir mit diesen verfreakten, verdammt nochmal Plattformpassagen, weil dieser Level hat extrem viele davon. Naja, wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein!